Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Feudal. Wie ihr seht, ist unser Biergarten hier oben relativ leer. Meine beiden Kollegen, unser Barock von Zornbold und unser Salentin von Aquis. Moin moin. Moin. Haben sich entschieden, in der letzten Folge mal eine kleine Wanderschaft zu unternehmen. Der eine sucht Silber, der andere in Hotte Hü. Und ja, dementsprechend ist unser Platz hier ein bisschen verwaist. Was haben wir heute in der Folge vor? Barock? Das gleiche wie in der letzten Folge, ein Pferd finden. Ja, Saldin? Im Prinzip auch das gleiche, allerdings habe ich offscreen gerade mal eben ein wenig Nachforschung betrieben und erkannt, dass ich ein kleines bisschen laufen darf. Und meine Wenigkeit hat sich heute das Ziel gesetzt, wir brauchen Mortel. Die Spuren führen auf Felsen und auf Felsen gehen die Spuren nicht weiter. Das ist ja doof. Oh! Ha! Ich lag doch gar nicht so falsch. Hier ist ein Pferd. Etwas von dem normalen Spawnpoint entfernt. Der sagte ich ja so etwa in diesem Bereich. Aber das ist ziemlich weit abgewandert. Aber okay. Das nehmen wir mit. Ich hoffe, du hast Äpfel, Mehl, beziehungsweise Korn. Äpfel habe ich bei. Normalerweise kannst du jedes Tier mit Äpfel kriegen. Du musst denen halt nur ein paar davon um die Ohren hauen. Dazu musst du erstmal kommen. Richtig. Der Trick ist jetzt, sich von hinten langsam annähern. Das darf er nicht bemerken. Am besten genau von hinten. Weil dann, die haben hinten keine Augen halt, ne? So, da ist es. Wildpferd, Zähmen, Apfel und es rennt los. Mistvieh. Im Moment, wo ich es angeklickt habe, hat es gemerkt. Aber bitte nicht ins Wasser rennen. Stimmt dir begeistert zu. Das ist jetzt ein bisschen Geduldsspiel. Irgendwann hört er auf zu laufen. Haben wir noch irgendwo auf Kante nicht verbauten Stein? Nö. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Jetzt warten wir ein bisschen, bis sich das Vieh wieder entspannt. Ah, diese Aussicht von den Bergen. Immer wieder geil. So viele Bäume. Ja, das mit den Viecherzähmen ist... Oh, scheiße. Nicht so. Ich muss das mal eben aus dem Wasser rausjagen, sonst wäre es abgesoffen. Höhle? Ah, wieder zu weit weggelaufen. Oh, ist das wie nervig. Ah, aber es hat diesmal funktioniert. Das war der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich. Ah, ich glaube, diesmal ist es wieder zu weit weggegangen. Ja. Ah, ist das viel lästig. Wollte ja Mortel machen. Ich habe mir jetzt gerade die ersten 39 Steine besorgt. Reicht erstmal eine Weile. Dann brauchen wir noch Sand. Das Mischungsverhältnis ist eigentlich ein Flussmittel, zwei Steine, 10 Sand. Dementsprechend werden wir jetzt einfach mal unser Inventar mit Sand füllen. Aber das hattest du doch schon mal alles erklärt. Wie erkläre ich es halt nochmal? What? Ach, immer diese doppelte Mühe.
Geile Sache. Ich buddel den Sand weg und finde nackten Stein. Anlauf Nummer 2 hat auch schon mal geklappt. Ich bin gleich am See. Das ist echt eine geile Sandküste hier. Ich nehme einen Sand weg, sofort Stein runter. Geiler. Der will nur spielen. Folgt er mir? Nö. Oh, ich bin gleich erst beim See, ey. Was für eine spannende Sache. Was soll ich denn sagen? Amen. Bei dir passiert wenigstens was. Ich buddel Sand. Ich meinte auch nicht dich. Wie nett und freundlich von dir. Ist doch so. Bei dir sieht man auf der Erde rumgeschaufelt und bei mir sieht man durch die Gegend rumgelatscht. So, man hat bei mir auch die ganze letzte Episode gesehen. Und wenn dieses blöde Silber dann 10 Felder unter dem Boden ist, rast ich aus. Es ist 12 Felder unter dem Boden. Das ist das einzige Silbervorkommen, das es laut einiger Maps, die ich gefunden habe, auf dieser Karte gibt. Ansonsten gibt es überhaupt keine. Also hoffe ich mal, dass es wenigstens oberirdisch liegt. Direkt an der Oberfläche so ein Silbervorkommen. Am besten noch mit einem Schild und einer Truhe daneben mit 300 Silber drin. Noch so ein Aufklapplagerhaus. Auch so hinstellen, Knopf drücken und fertig. Und da sind dann nochmal alle möglichen Materialien drin. Noch aus Silber. Wünsche. Komplett vorbereitet. Ja. 5000 in Kleinscheinen. Du weißt, wo die nächste Bank ist? Ja, aber ich kenne auch mein Dispo. Wie, keine 5000? Nee. Armer Schlucker. Nur weil du 100.000 Dispo hast? Schön wär's, ja. Ich hab gar kein Dispo. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Weil ich bezahle alles bar. Einer der letzten wohl. Keine Kredite, kein so ein Blödsinn. Wenn man dann halt ein neues Auto braucht, dann muss man halt mal sparen. Ich bin fast da. Bin fast da. Rumps. Du hast aber gerade echt ein heftiges Rauschen bei dir im Hintergrund, ey. Wer? Ich? Ja, du. Kann nicht sein. Ja, es ist so. Sonst würde ich es nicht sagen. Ich höre kein Rauschen bei ihm. Ja, vom Mikro. Nee, höre ich nicht. Ich habe es auch nicht aktiviert. Das Einzige, was ihr mitkriegen könntet, wäre die Belüftung meines Rechners. Der ist ein bisschen laut. Weil gerade so warm. Das könnte gut sein, dass das ist.
Erwischt! Eine Stute. Yay. Juhu, jetzt brauchst du noch einen Hengst. Hat 8 Äpfel gekostet. Du hast ein Anzeichen für ein Erzvorkommen in der Nähe gefunden. Buja! Jetzt nur noch wissen, wo. Ja, die Frage ist jetzt, findet man hier jetzt direkt noch ein zweites? Wahrscheinlich musst du erstmal noch warten. Aber zwei ja. Kiste wahrscheinlich eh nicht ins Inventar, wa? Warum nicht? Sind die nicht ziemlich groß? 100 Stein ja. Wiegt eins. Aber das Schöne ist, ich muss ja jetzt nicht mehr laufen. Amana, Amana, Amana. Naja, ich kann mich einfach aufs Pferd setzen. Auf dem halben Weg. Nein, Wölfe! Oh, das wäre richtig bitter. So, da sehe ich schon mal zwei Hirsche. Aber ich glaube, das Pferd ist schneller als Wölfe, ne? Ach ja, idyllischer Ausritt. Gucken, ob ich hier irgendwo noch ein paar Viechers finde. Mal ein paar Gänge runterschalten hier. Die Ausdauer des Tieres nicht gleich komplett vernichten. Oh, die tickert auch beim Langsamlaufen runter, okay. Uns hier mal noch ein bisschen um. Vogelspuren, na super.
Und was treibt ihr gerade so? Mortal rausziehen. Vorkommen suchen. Ich renne gerade durch den finstersten Wald. Und bist von allen guten Geistern verlassen. Hier gibt's keine guten Geister. Schon wieder Vogelspuren. Arg! Falsches Spiel. Meinst du? Nee, das Verdammt. Ist ein Fessügel, nicht arg. Ach so. Darum finde ich keine Spuren, dass ich, weil ich die ganze Zeit nach dem Stego suche. Ja. Wenn du gleich vor einem stehst, würde ich rennen. Ja. Wieso, ein Stego ist doch ganz friedlich eigentlich. Der tut doch erst was, wenn du ihn ärgerst. Du hast doch vor, ihn zu ärgern, oder? Nein, ich will ihn ja zähmen. Dafür musst du ihn ärgern. Ich bin hier gerade im Gebirge. Vielleicht finden wir hier irgendwo zufällig ein bisschen Granit oder so. Da oben der Stein sieht so anders aus. Wenn ich denn da hochkommen würde. Ah, verdammt. Von hier nicht. Ich hasse die Escape-Taste. Reiß raus! Nein, die Tastatur ist zu teuer. Au. Okay, hier komme ich nicht hoch. Schade. Also Granit würdest du an der Südwestseite vom Berg finden, ne? Okay. Da würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass das da liegt. Ja, der Stein sah nur so anders aus. Ja, da gibt's einige verschiedene Dinge. Ha! Ich hab die Schmiede wieder zu Klump gekriegt. Welche? Welche wohl? Mach keine dummen Ratespiele, sag mir einfach welche. Kaputte. Ich hab die kaputte wieder kaputt gekriegt. Warum benutzt du sie? Alternativ, weil ich's kann. Mit einer heilen kann ja jeder. Oh. Zeit? Ist das Marmor? Wir brauchen doch auch Marmor, ne? Brauchen wir? Ja. Guck mal ins Monument, was wir brauchen. Ich meine, wir brauchen Marmor. Guck ich sofort. Lass mich eben noch ein paar Nägel schmieden. Das ist ja nicht so wild. Normalerweise würde er mich jetzt eigentlich anblöcken, von wegen schwingenden fetten Arsch und sie guckt ins Monument, aber er ist. Ich hab doch keinen Stress. Das ist Eisenerz, das ist Stein und. Was ist das? Marmor, tatsächlich. Stelle definitiv markieren. Wie soll ich das denn machen, du Pausenclown? Merken. Ja, das ja. Terraform ist. Setz einen Wachturm drauf. Ja, genau, weil ich auch alles dabei hab, du Pappnase. Hey, wenn hier jemand Beleidigungen im Sinne von Pappnase aussprechen darf, dann bin ich das. Pappnase. Letzten 6. Ich sitze bereits. Wie viel Marmorplatten brauche ich? Ach du Scheiße, braucht man dafür viel Marmor. Moment verbessern. 3 Marmorplatten. Oh Gott. Für eine Marmorplatte brauche ich 20 Marmor. Und du kriegst raus? Pro Hieb 2. Uff. Und meine Spitzhacke hat noch eine Haltbarkeit von 30. Das wird wohl reichen. Aber ich muss hier einen Haufen Erz und Steine abschütten. Weil das kann ich nicht alles tragen. Also ich bin jetzt bis auf 2 Felder an das Erzvorkommen ran. Ich glaube, ich kann dann anfangen zu graben.
Ich war jetzt übrigens auch mal so freundlich und hab mal ein paar Nägel als Reserve gebracht. Hä? 18 Silbererz. An der Oberfläche. Oh ja. Ich hau mir mal dann das Inventar voll Erz, wa? Es ärgert mich, dass ich das ganze Eisenerz hier runterschmeißen muss. Haben wir genug von? Ja, trotzdem geht ums Prinzip. Tut trotzdem weh. Damit habe ich die erste Marmorplatte. Yuyuka, könntest du noch mal gucken, wie viel Silber wir brauchen? 3 Barren. Oh Gott. Also brauche ich 60 Erz wahrscheinlich. Ich bin jetzt schon bei 90. Ich hau mir mal das Inventar voll. Ja. Damit wäre die Folge aber auch schon am Ende, wie ich sehe. Oh, ist es schon wieder soweit? Es ist schon wieder soweit. Wer hat an? Na, ich wollte es auch anfangen. Ja. Unterliegt das Lied eigentlich auch der GEMA? Mit Sicherheit. Moderation? Fragezeichen? Achso, ja. Schnauze! Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen da. Guckt gerne bei mir, bei den anderen. Mir persönlich egal. Mir nicht, guckt bei mir. Positive, negative Kritik gerne gesehen. Bitte mit Begründung, wieso, weshalb, warum. Und ansonsten verabschieden sich heute mal komplett wild getrennt alle aus der Ferne. Salentin, Aquis. Ciao, ciao, mit formellem Protest gegen diese Abmoderation. Was hast du immer gegen diese Abmoderation? Weiter, bitte. Tschüss. Und natürlich meine Wenigkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.